Ja, wir sind wieder zurück im Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Wir gucken jetzt mal, was Roberts hier vorhat. Mit der Truhe, mit dem Blut. Wow. Was ist das denn? Ah ja, eine Vorsichtsmaßnahme. Einen Moment. So viel dazu. Was ist das für eine Art? Stell es dir als eine Art großes Fernrohr vor, wie Seeleute es tragen. Ein Apparat, mit dem man sehr weit sehen kann. Das ist verfluchte Hexerei. Nein, das ist Mr. Jack Rackham. In diesem Moment irgendwo in der Welt. Nassau. Das passiert in diesem Moment? Wir sehen durch seine Augen? Ei. Ich weiß nicht, Jim. Ich habe keinerlei Ahnung, wie man ein Schiff steuert. Sowas lernt man als Frau nicht. Ach, ich kenne haufenweise Ladies, die ein Segel reffen und Anker lichten können. Und du bringst mir das Kämpfen bei? Mit dem Säbel, ja? Und auch, wie man schießt? All das und mehr. Aber du musst es wollen und daran arbeiten. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ei, Junge, du pendelst da mit meinem Mädel an. Finger weg, sonst setzt es was. Du kannst mich mal, Rackham. Und wage es ja nicht, mich Junge zu nennen. Oh, 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 ist das so? Junge? Ein komischer Haufen. Noch ein Versuch. Governor Woods Rogers. Okay. Los geht's. Eine gewagte Idee. Das muss ich mir noch gut überlegen. Ein einfacher Treuebeweis ist alles, was ihr dem Unterhaus vorschlagen müsst. Ein Eid, eine Geste und ein zeremonieller Blutstropfen aus einem jeder Finger. Das war's. Die Minister machen vielleicht Ärger. Doch es sollte ein leichtes sein, das Oberhaus zu überzeugen. Die sind überaus erpicht auf pompöse Rituale. So ist es. Sagt, es sei ein Beweis ihrer Lehnstreue zum König gegen die aufständischen Jakobiner. Ja, das ist gut. Ah, diese Templer. Das Wichtigste dabei ist das Blut. Ihr müsst jedem Mann etwas abnehmen. Ich will bereit sein, wenn wir das Observatorium finden. Allerdings. Ein kostbares Instrument, nicht? Hexerei und nichts anderes. Nicht doch! Jeder Mechanismus, der dem Gerät sein Licht spendet, ist ein echt leibhaftiges Ding. Uralt, ja. Aber nicht übernatürlich oder verhext. Wir werden die Herrscher der Weltmeere. Oh, diese Ambition. Mein Kodex sagt nichts über Loyalität, junger Mann. Du hast gut mitgespielt. Doch unsere Partnerschaft ist vorbei. Du bist ein toter Mann, Roberts. Wer hätte es gedacht? Na toll, okay, einen Ausgang finden. Na, dann müssen wir erstmal wieder ein bisschen nach oben kommen. Vielleicht hilft uns das Adlerauge. Hm, nicht wirklich. Okay. Dann einfach wieder auf die Plattform, wo wir runtergestoßen wurden. Ja. Okay, also wir sind schon weiter als die Templer, das ist schon mal gut, bloß leider hat der gute Roberts was dagegen, dass wir auch das wirklich so nutzen, wie wir es wollen. Moment, wo ist denn das Fragment? Ach egal, das ist jetzt glaube ich nicht so wichtig. Oh, wie soll ich denn da hochkommen? Moment, komme ich da hoch? Ja. Boah. Verdammt, natürlich sollte er da hoch.
Puh. Zum Glück ist er gut trainiert, weil wenn da einmal die Kraft ausgeht, dann war's das. Ach, da muss ich vielleicht noch etwas weiter in die Richtung. Boah. Und da wäre auch das Fragment. Es weist uns also so leicht den Weg. Und wir können wirklich irgendwie mit den Fragmenten Sachen herstellen. Ist ja ziemlich seltsam. Boah. Gerade so geschafft. Und weiter geht's hier. Mal sehen, wo uns der Weg wirklich auch rausführt. Ups. Verdammt. Ja, aber so richtig wissen wir auch noch nicht, wofür Roberts das alles einsetzen will. Weil eigentlich muss er nicht unbedingt was gegen die Templer haben. Zumindest nicht, solange sie die Parade in Ruhe lassen. Und da sind wir doch schon wieder. Was verdammt, was sind das für Leute? Okay, anscheinend Leute, denen wir nicht unbedingt über den... Okay, jetzt müssen wir... What? Was war denn das jetzt? Hä? Was hat er jetzt getan? Hä? Hat er sich irgendwas rausgezogen oder hat er sich gerade selber verletzt? Aber wir können da nicht außen rum. Das heißt, wir müssen jetzt gegen die Leute kämpfen, oder wie? Unbewaffnet, na toll. Robert! Ah. Oh, ist deine Jackdaw entflogen, Edward? Hm? Das ist das Schöne an der Demokratie. Die Masse überstimmt den einen. Hey, du könntest mit mir segeln, doch. Bei deinem hitzigen Temperament verbrennen wir uns alle noch die Finger. Doch zum Glück... ist des Königs Kopfgeld für dich ausgesprochen hoch und ich werde es kassieren. Hast du je einen jamaikanischen Kerker von denen gesehen, Mann? Hast du? Und toll. Immerhin die volle Synchronität, aber uns geht's gerade überhaupt nicht gut. Naja, wie Roberts geht's uns auch nur ums Geld. Und das nutzt Roberts in diesem Fall aus. Oh. Sind wir da etwa mal wieder in der Haut von unserem guten Spieler? Ja, wir sind wieder auf der... Ja, wieso geht's uns eigentlich auch nicht so gut? Wie geht es Ihnen? Ihre Unruhe geht bald vorbei. Das liegt am Wiederzulärm. Das alles tut mir sehr leid. Aber es gab so viele Sicherheitsverstöße, dass wir drastisch durchgreifen mussten. Und Olivier wird vermisst. Er fuhr vor 2 Tagen nach Chicago, aber niemand weiß, wo er ist. Ich weiß, es scheint übertrieben, aber bei unserer hohen Sicherheitsfreigabe sind wir unseren Aktionären gegenüber verpflichtet. Ich verspreche, wir entschädigen Sie, wenn der Hacker gefasst ist. Entspannen Sie sich, okay? Und wenn Ihnen danach ist, sammeln Sie weiteres Material. Ihre Arbeit ist hervorragend. Sie werden staunen, was wir aus Ihrem Material gemacht haben. Bis dahin. Was für Material soll ich denn sammeln? Du bist im Bunker gelandet. Nett. Diese Templer da oben überlassen nichts dem Zufall. Ich schätze, wir müssen alle Spuren verwischen, die du hinterlassen hast. Hast du das gehört? Ich glaube, ich habe dir gerade Sicherheitsfreigabestufe 3 verpasst. Jetzt geh rüber zum Security-Raum und beobachte die Tür zur Serverfarm mit den Kameras.
Leider ist Melanie gerade da drin und sobald ich sie rausbegleite, kannst du ungeniert loslegen. Ich würde die Server ja selbst löschen, aber als Chef der IT wäre ich Hauptverdächtiger. Es muss jemand sein, den sie bereits eingesperrt haben. Ich bin hier falsch, weil ich denke hier... Diese Templer. Sie steuern unser Leben, weißt du? Sie entscheiden Wahlen, kontrollieren diverse Kapitalmärkte und pflanzen uns winzige Mikrochips ein, damit sie wissen, wo wir sind und was wir denken. Sehr beängstigend. Okay, hier müssten mal da lang. Verdammt, das scheint auch nicht so richtig zu sein. Nee. Okay. Dann noch eins weiter. Immer wieder diese dreckigen Aufgaben. Jetzt den Serverraum. Wenn wir den Raum wieder verlassen, gehst du rein. Jetzt dürfen wir wieder was hacken. Komm schon. Geht doch. Oh, stimmt. Wie ging das? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Nee, das passt. Einfach wieder ausprobieren, ja. Okay. Gut. Selbst hier runterkommen, Miss LeMay. Mein Team wird diese Untersuchung durchführen. Aber Sie können doch jede Hilfe gebrauchen, John. Wir wissen nicht mal, wann die Hacker einbrachen. Das kann einige Wochen dauern. Eine, höchstens. Trotzdem zu lang. Ich kann mein Team nicht eine Woche einsperren. Rechtlich gesehen schon. So steht es in den Verträgen, auch wenn viele sie nicht lesen. Ja, natürlich. Aber mir gefällt das nicht. Also, wie geht's weiter? Mein Team bereitet gerade die Daten vor. Heute Nacht beginnt die Analyse. Ehrem Wort. Kaffee geht auf mich, okay? Na super. Also die hätten uns jetzt knallhart noch eine Woche eingesperrt. Oh Mann. Was ist das für eine Firma? Ich hoffe, wir sind jetzt hier richtig. Alles klar, hab mich am Kaffeestand abgesetzt. Finde den Server mit den Netzwerklogs. Da ich jeden einzelnen deiner Hacks protokolliert habe, suchen wir nur nach dem Zeitstempel darauf und tauschen die Daten gegen etwas Harmloses. Ist ganz einfach. Vor allem, wir sind, das wurde alles gesperrt wegen Sicherheits, Tada, da wären wir. Wunderbar. Ich aktualisiere deinen Kommunikator mal wieder. Ich habe ein kleines Programm geschrieben, genau für diesen Zweck. Na also, das hat wohl geklappt. Probier es aus. Oh ja, ganz ruhig immer. Was denn, das soll neu sein, wollte ich verarschen. Achso, jetzt kommt wieder sowas, okay. Nein. Ja, da muss ich mir jetzt schon ein bisschen schneller sein. Moment. Nein. Nein, verdammt. Oh. Hä? Nein. Knapp vorbei. Oh nein! Ach! Okay, ein bisschen schneller versuchen, wollte ich gerade sagen, aber das klappt ja irgendwie auch nicht so gut. Komm schon, komm schon! Jawohl.
Zugriff gewährt. Ja, wahrscheinlich sind die Hackerangriffe wirklich wegen uns aufgefallen. Okay. Gucken wir uns das doch mal an, ein bisschen. Oder können wir da nichts angucken? Doch. Ja, 3, 2. Zu Beginn des tödlichen 18. Jahrhunderts. Mörder und Matrosen verbünden sich und leben nach dem Gesetz des Schwertes. Ohne Regeln oder Moral. Ohne Gott und ohne Furcht. Es gibt nur Verrat. Meuterei. Grausamkeit und Ausschweifungen. An goldenen Stränden wartet reiche Beute. Riskieren Sie Ihr Leben und Ihre Seele, um diese Piraten zu bekämpfen. Benjamin Hornigold, Calico Jack, Charles Vane und Blackbeard. Okay, also der Trailer, der mit unserer Hilfe gemacht werden konnte. Ich kann dich fühlen, Ziffer. Fühlen. Aber kaum berühren. Das Signal ist zu schwach und ich bin zerstreut. Unkonzentriert. Ein Rauschen im Nebel. Schwebe in Netzwerken und Knoten im Nervensystem dieser Welt. Hörst du sie? Vielleicht wurde der Tempel zu früh geöffnet. Doch wir hatten keine Wahl. Die Katastrophe übertönte alle Zweifel. Oh. Wir segnen den armen Desmond. Er gab sein Leben, damit ihr, die Kinder unserer Mühen, leben könnt. Um euer Ziel in unserem zu erfüllen. In meinem. Doch noch ist es zu früh. Meine Kräfte reichen nicht, um ein lebendes Wesen zu bewohnen. Es ist noch viel zu tun, mehr Proben zu entnehmen, mehr Artefakte zu finden, bevor mein Wille Wirklichkeit wird. Was ist da los? Sag schon! Vervollständigt mich meine Kinder, meine Instrumente. Holt mich hervor und erfüllt euren Zweck. Sag schon! Nein, nein, nein! Hier stimmt was nicht! Verflucht nochmal! Sie sollte da sein! Jetzt! In deinem gottverdammten Schädel! Fuck, 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 fuck! Warum hat sie dich verschont? Warum bist du noch da? Was ist das für ein Verrückter, ey? Ohne Spaß. Wir sehen im nächsten Part, wie es weitergeht. Was war denn das gerade? Es wird auf jeden Fall spannend. Geht es hier wahrscheinlich wirklich nicht nur um reines Material, das wir für ein Spiel zusammenschneiden, sondern wirklich um mehr. Wir erfahren mehr vielleicht schon im nächsten Part. Bis dann.